Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play zu Last Epoch. Ja, bald wird der Druide umdesignt und ich wollte mal ein bisschen schauen mit euch zusammen, wie sich der Druide so spielt, vor allem mit der Spriggenform. Ja, ich habe ein bisschen, weiß nicht, vor 2 Monaten ein bisschen hier mit Great Fine, also mit der Ranke, mit der großen, gespielt und mir war es ein bisschen langweilig, weil die Ranke so langsam ist und wahrscheinlich immer nur einmal angreift oder so langsam angreift. Und ich wollte jetzt mal hier hingehen und weil ich hier eine Rüstung habe, die ja so nochmals Wild Spirits castet. Einfach mal schauen, wie das ist. Ist wahrscheinlich ein bisschen mehr Single Target. Eventuell werden halt Bosse ein bisschen schneller erledigt, aber viele Gegner nicht so schnell. Und deshalb nehmen wir auch natürlich noch ein Pet. Also, ich wäre schon eigentlich dafür für Summon Spriggan. Aber wir könnten eigentlich auch einen großen Raben nehmen. Wo ist der Rabe? Ja, Summon Crow. Einfach hier auf Winterraptor. Oder eventuell, ja, es hat wenig prozentuellen Chain-Licking-Chance. Aber ob der jetzt genau, ja, so viel Schaden macht, weiß ich nicht. Ob es gibt eine Note in Druide, wo einen dann beschwört, also bei einem Limit ist. Und, ja, der macht halt Blitzschaden, der Rabe. Aber der Summon Spriggan macht, ja, Physical Damage. Und Physical Damage haben wir als Druiden ja genug. Ja, müssen wir dann schauen. Also ich habe jetzt einfach mal hier auf Physical Damage umgestellt. Können wir auch kurz noch zeigen. Also hier unten Physical Schaden, nicht mehr Eisschaden. Und dann diesen Thundering Taunts, der ist sehr stark. Und der prockt auch genug. Eventuell hier noch oder hier einfach Speed and Rage. Extra Projektils, die zwei vielleicht noch nehmen, bis wir dann Summon Spriggan haben und den Spell nicht mehr einsetzen können. Aber diesen Totem können wir dann noch einsetzen. Wir casten einfach einen Heiligen Totem, also Healing Totem, und der tut dann manchmal auch diese Totem-Sachen einsetzen, also ja, diese Nadeln. Ja. Also, wir nehmen den oder zwei von denen wieder. Wir haben ja das nicht geskillt, wo nur einer dann gecastet wird. Oh, der Totem ist recht stark gegen die. Die haben natürlich wenig Leben und deshalb ist der Totem schon recht stark. Wenn die das jetzt einsetzen, dann kommt dieses Teil immer und immer wieder. Und das ist sehr stark, also ja, ist nicht so Burst Damage, eher so, ja, immer wieder guten Damage. Aber, ja, weil es so schnell brockt und der irgendwie schneller noch brockt, also zwei oder dreimal schneller brockt, da, oder ja, nicht mal, sondern einfach zwei Fähigkeitenpunkte noch reinkommen, ist das eigentlich ziemlich stark. Genau, und hier haben wir so einen Buff von den Krähen, der uns, ja, mehr Spell Damage gibt oder Thunder Damage, ich weiß gar nicht. Ja, Spell Lightning Damage, also, ja. Thunder Damage. Also Lightning ist ja Blitz und Thunder ist Donner. Ja. Okay, Lightning Damage heißt's. Ja, und wir müssen Druid nehmen. Ich hätte gedacht, wegen den Wild Spirits eher Beastmaster. Also können wir fast nichts skillen. Ich möchte einfach mehr Wild Spirits casten. Und die dann verstärken als hier. Ja, es ist halt schon stark, 50 Increased Melee Damage. Und wenn er wirklich schlecht wird, weil wir eher auf Minion Damage gehen, dann müssen wir halt irgendwie. Ja, man kann es halt nicht resetten, man muss halt einen neuen Charakter. Einfach zum Testen tue ich lieber Druid nehmen. Weil ich auch noch wenig Druiden, also eben, er wird überarbeitet. Weil die meisten nehmen Beastmaster oder Schaman beim Primalisten. Das ist das. Das ist der Hauptgrund, ja, dass der Druide einfach auch wegen den
Summons, wir müssen sehr viel Mana bekommen. Und da müssen wir dann auch immer wieder Healing Totem casten, damit die anderen sterben, die anderen Healing Totems, und wir Mana bekommen. Dann sind wir halt nie lange in der Spriggan Form. Ja. Wir schauen, wir testen. Und sonst holen wir ein anderes Bild, der ja dann einfach so OP ist, dass es wahrscheinlich euch eigentlich gerade so Spaß macht zuzusehen. Naja. Gut. So. Also haben wir noch Trinken? Nein, ich habe kein Trinken mehr. Ich ertrinke. Wer durste? Naja. Nach der Aufnahme habe ich dann genug Zeit, wieder Tee zu machen. Ja, und diesen Spell müssen sie ein bisschen überarbeiten, wenn wir manchmal irgendwelche Sachen ancasten. Treffen sie nicht oder gehen kaputt. Ich kann nicht das irgendwo zeigen. Ja. Das ist Zerbrechen nicht. Also diese Sachen, diese nicht lebenden Monstern. Die müssen dann auch natürlich auch angezielt werden können. Und ja. What do you want? Vom Projektil, also ja. Das muss alles automatisch. Es ist eben ein zielsuchendes. Ja. Was sagt man, wenn es nicht Eissplitter ist? Ja, Physical Splitter. Naja. Aber diese Umwandlungsformen und so sind cool. Also ich mag das. Ich will nicht immer nur einen Feuerball machen, ich will auch mal einen Eisball machen oder einen Blitzball oder so. Ja, dafür gibt es ja diesen Echo Static Orb, genau. Ja, ist zwar auch mega gut, aber eben, ich möchte halt in den Spielen nicht OP sein, ich will eher ein bisschen, ja, einen gemütlichen Bild machen. So, das ist die Frage. Zu anderen Kompagnons brauchen wir nicht. Wir haben nur einen Kompagnon. Und Alice könnten wir noch nehmen. Ja, es hat 50% weniger Duration. Intelligenz brauchen wir ja nicht. No Cooldown. Ja, und keine Totems. Also, dann macht ihr noch. Ja, Movement Speed, also Cast Speed ist natürlich schon sehr gut. Genau, Schockchance wollte ich nehmen, genau. Und hier machen wir einfach jetzt beim Druiden sofort auf Physical Damage, genau. So, Entangling Roots können wir eigentlich. Entangling, wie ist das? Entangling Roots, spricht man das aus? Einfach hier runtersetzen. Ich brauche liebst eigentlich so. Wir haben dann nachher Schuhe. Also wir tragen eventuell die Schuhe. Na, hier geht's gar nicht weiter. Der Damage ist relativ gut. Jetzt auch. Also der 3-Damage macht den Damage natürlich stark in die Höhe. Auch der Life Leech ist sehr gut. Aber vorher, also wenn ein Druiden macht auf Spell, dann macht am besten Lightning Strike, Tempest Strike, ja. Weil sonst habt ihr einfach zu wenig Damage. Also dieser Spell macht zu wenig Damage. Maelstrom macht auch langsam nicht mehr so viel Damage. Ihr habt einfach keine Fähigkeiten, die richtig sehr guten Damage machen. Burst Damage auf Boss oder so. Der Boss jetzt vor, bevor wir angefangen haben mit diesem Part, der war extremst zäh. Es dauerte Ewigkeiten, bis ich ihn getötet habe. Wir müssen die unbedingt nochmals durchbalancieren. Ich kann nicht verstehen, wie zum Beispiel der Sentinel mega stark ist am Anfang und dann später auch mega gute Arenen-Ding kommen kann. Und er wieder gebufft wurde im September mit diesem Oas, also mit diesem Südlanden DLC. Verstehe ich nicht. Ich habe nämlich keinen gemacht und ich habe eigentlich diesen Akt noch nie erreicht, den ganz neuen Akt.
Und das möchte ich jetzt natürlich im Let's Play auch schaffen. Ich hoffe einfach, der Bild wird nicht so mega single-target. Wieso tun eigentlich alle Minions immer die gleichen Gegner angreifen? Das ist seit Titan Quest oder so, ist das ein No-Go. Also Titan Quest hat gezeigt, dass es einfach auch geht. Und die Minions halt auch ein bisschen selber die KI haben und nicht nur ich. Oder? Weil wenn ich einen Gegner angreife, dann möchte ich, dass meine Minions andere Gegner angreifen oder halt einfach mithelfen, jetzt ja gerade nicht so starke Minions in der Nähe sind oder so. Also zum Beispiel bei Path of Exile ist ja das möglich, dass man es defensiv oder aggressiv macht. Bei aggressiv werden die Minions natürlich auch ein bisschen die Gegner ablenken. Das ist zum Beispiel gut, das gibt es hier halt noch nicht. Also die KI gehört in diesem Spiel halt einfach nicht gerade zum Besten. Also Minion-KI vor allem. Und ich bin jetzt einmal gestorben vor diesem großen Tempel im letzten Akt. Und das, weil ganz viele, da diese Schamanen, diese also dunklen Dinge, die sind geschossen und wo die Minions herholen können, auf mich geschossen haben, gleichzeitig diese Kreiselgeschosse, diese dunklen Void-Geschosse. Alle gleichzeitig und alle haben gekrittet. Also dabei bin ich einfach von 421 sofort runter auf minus 0. Also das Balancing ist irgendwie nicht so da. Manchmal, einfach manchmal. Oder eben da diese Fire-Golems, Siege-Golems. Oh Gott. Ja, mein letzter Bild, der war ein Wirbelsturm-Schamane. Und der war ultra defensiv. Komme ich zu einem Siege-Golem, pum, tot. Das war Akt 7, glaube ich, dann. Und naja, ich habe ihn abgebrochen, den Bild. Kein Bock mehr gehabt, weil Wirbelwind ist so langsam. Ja, ist einfach nicht gut genug, um jetzt wirklich zu sagen, ja, ich spiele ihn. Weil zum Beispiel bei Diablo 2 Resurrection ist der Wirbelwind-Reader einer der stärksten. Wieso macht dieses Entwicklerstudio... hallo. Dankeschön. Ich die Taste nicht gefunden habe. Naja, ich muss jetzt auch wieder ein bisschen mehr ins Spiel reinkommen. Ich habe natürlich Path of Exile gesuchtet. Und Minecraft vor allem. Und Roblox natürlich. Weil ich mache jeden Tag Livestreams am Abend. Und da muss man natürlich schon recht unterschiedliche Games zeigen. Sicher besser. Hm? Ja. Gut, ich bin halt nicht der schnellste Spieler, aber ich bin einer, der am treuesten Games einfach spielt, immer dran bleibt eigentlich, ja, nicht so schnell andere Games spielt. Ja, und ich liebe ja Last Epoch mega. Aber eben, es gibt halt auch Kritikpunkte und ich setze halt schon ein bisschen mein Wissen und so ein, um jetzt nicht gerade das Spiel so extremst auf zu loben, oder? Also ihr wisst, ihr seht es, was Spaß macht. Aber die meisten sehen halt nicht, was jetzt nicht unbedingt so viel Spaß macht. Ja, der ist böse. In diesen Strahl. Minions haben natürlich nicht gerade gut Leben. Okay, der ist leider immer zäh. Ich tue ihn eigentlich manchmal eher überspringen. Wir müssen einfach näher ran. Oh, aber auch nicht drin stehen. Ich muss jetzt einfach diesen Kasten hier einfach durchspammen, also gedrückt lassen. Dann geht's besser. So, also gut ausgehalten, weil dieser Gegner ist auch mega gebufft worden wahrscheinlich. Ich habe ihn nicht so in Erinnerung. Ich habe auch eher Nahkampf-Beats gemacht.
Aber jedes Action-Rollenspiel Hack and Slay hat Probleme im Nahkampf. Also jedes Spiel macht AOE-Angriffe stärker als Nahkampfangriffe. Und das ist einfach gemein für einen Nahkampfliebling. Ich liebe doch Nahkampf. Dann machen wir einfach Nahkampf gegen diesen blöden Tintenfisch. Ui, da hat man viel Schaden. So. Jetzt Increased Spell Damage könnten wir gebrauchen. Wir machen jetzt einfach mal einen Punkt hier rein. Jetzt müssen wir zuerst in dieses College hoch. Ja, weil es einfach mehr bringt. Kennt sich jemand mit OBSS aus? Ich habe jetzt seit neuestem in diesem Spiel so einen gelben Aufnahmerand. Das seht ihr nicht im Video. Aber es ist ein mega dicker Rand. Weiß einer, wie man das ausmacht? Wäre natürlich nett, wenn ich das jetzt fixen könnte. Wenn ich da so viele Let's Plays von Last Epoch machen möchte. Ja. Vielleicht von Ding auch noch eins machen, von Path of Exile, aber das ist meistens nicht so beliebt bei YouTube, eher bei Twitch. Dann mache ich lieber noch Livestreams irgendwann mal. Nur ihr müsst halt sagen, wenn ihr am besten Livestream schauen wollt. Und halt im der Rundspielserver von Minecraft, wo ich gemacht habe, ist dann ein bisschen im Weg am Abend. Wäre gut, wenn ein paar Leute ein bisschen länger aufbleiben könnten am Abend. Ja, das ist so das Hauptproblem. Also diese Schuhe habe ich noch nie gefunden. Voidcleave. Okay. Voidcleave ist der große Angriff, der so eine lange Abklingzeit hat. Ist eigentlich ein ganz normaler Cleave. Ich kenne mich noch nicht aus. Ich habe die auf die 2 gemacht, weil ja der Heiltrank auf der 1 ist. Aber ich drücke immer T zum Portal aufmachen. Das muss ich auch noch ein bisschen lernen. Dann haben wir hier das Labyrinth, das College in der Zukunft. Jetzt müssen wir hier natürlich noch. Bin ich falsch? Ich bin falsch. Hä? Ist es das hier? Aber es hier rechts daneben ist. Okay, wir sind falsch. Also der Bild geht schon viel besser. Ich habe ihn extra ein bisschen vorgespielt, damit ihr natürlich nicht so gelangweilt seid beim Aufbau. Aber er geht jetzt natürlich schon viel besser. Genau diese meine ich da, diese Void Clerics. Genau. Die haben mich zu dritt oder viert angegriffen und direkt immer diesen blöden starken Single-Target-Angriff gemacht. Ja, es kommen auch immer zu viel. Und diese Krabben, die sind neu. Die sind mega stark im Nahkampf. Also im Fernkampf kein Problem. Aber so im Nahkampf, im Nahen, die kommen auf dich zu und zerstören, zerstückeln dich. Oder zerstampfen dich mit ihren Krallen. Das ist extremst. Also zum Beispiel die Großen hier. Die sind nachher halt auch mega zäh. Naja. Und tauchen wieder auf. Manchmal. Ja, diese Großen, die kann man gut ausweichen. Also, die sind nicht schwer. Aber die Void Cleric und die Krabben. Extremst nervig. Also das Spiel hat schon in sich ganz am Anfang. Ihr spielt so das erste Mal dieses Spiel und ihr werdet schon extremst auf die Probe gestellt. Ja, weil halt die Entwickler immer auf die besten OP-Builds das Game balancen. Sie nerven halt diese OP-Skills nicht genug schnell. Und dann müssen sie die anderen eigentlich buffen. Und die machen es nicht, weil sie zu wenig Zeit haben. Das ist das Hauptproblem. Aber eben, das Spiel ist sonst eigentlich schon recht gut balanciert. Also, ich bin eigentlich zufrieden. Mit dem Schwierigkeitsgrad vor allem bin ich schon zufrieden, aber so richtig starke Gegner und so müssen dann nicht unbedingt immer sein. Weil es halt einfach balanciert ist. Auf die OP-Builds.
Ich schau mal kurz ein bisschen auf den Proc von diesen grünen Ranken. Ist immer noch nicht gerade so gut. Zu wenig Prozent, also jetzt. Oh. Jetzt. Ja, ist noch nicht so gut. Jetzt. Okay, jetzt ist es gut gewesen gerade. Das sollte öfters noch passieren. Weil wir brauchen noch einige Zeit bis zur Spriggenform. Da müssen wir halt einfach, ja, dieses Ding machen. So, wir könnten eigentlich den Drachen schon machen, aber wir gehen nochmals kurz zur Imperial Area und machen die Quest zuerst fertig. Weil Skillpunkte braucht man einfach so schnell wie möglich. Nach dem Klassenwechsel, also dem weiterführenden Klassenwechsel. Und das, weil man halt einfach vor dem Klassenwechsel eigentlich nicht so viele Skillpunkte braucht. Weil wenn man ist schon früher Level 20 und hat dann einfach, ja, dann muss man respecken und das mache ich nicht so gerne, weil es auch Geld kostet. Ich brauche halt viele Lager, ich sammle immer gerne gut viele Items, also OP-Items. Und da braucht man einfach Lagerplatz und die sind ultra teuer, die kosten so 400.000 jetzt momentan. Okay, konnten wir nicht genug schnell besiegen. Also nicht so schlimm. Also ich denke, es reicht noch für den Drachen. Ja, diese großen Waffen immer. Also ich weiß nicht, aber diese großen Waffen, die sind 2x4, das ist das größte, was ich je gesehen habe in einem Inventory. Das Inventory ist halt auch nicht gerade groß. Naja, spielt mal dann Diablo 2 Resurrected, da ist das Inventar zu klein. Ja, es ist trotzdem noch ein bisschen größer, immerhin. Ja, Titan Quest und Grimdawn haben da die Nase vorne. Die haben Beutel. Am schlimmsten ist es, glaube ich, bei Sacred 1 und 2. Da hast du immer sofort das Inventar voll, weil du auch gute Items finden kannst. Das Spiel nicht so auf Multiplayer aufgebaut ist und deshalb gleich mehr auf Item finden aus bist und nicht handeln musst mit anderen Spielen. So, Path of Exile und ja, Last Epoch sind halt genau das Gegenteil. Da brauchst du eigentlich Mitspieler und hier in diesem Game hast du noch keine Mitspieler. Deshalb findest du einfach zu wenig richtige gute Items. Vor allem diese lilanen Items. Oh ja, da, die machen Schaden. Zwei auf einem Streich. Schon heftig. Früher haben die manchmal gewonnen-hittet. So Zauberer und Beschwörer haben sie gewonnen-hittet. Der Angriff ist schon sehr stark. Keine Ahnung, was das für ein Angriff ist. Seelenlanze oder so könnte es sein. Also Soul Lance haben wir halt nicht bei den Charakteren. Drops Gold, sehr guter Schein. Oh ja. Oh ja, ich habe ein bisschen Gold verdient. Geh weg. Oh. Gold verdient. Später geben die Schreine extrem viel Gold. Aber sind dann auch seltener. Und dieses Level mag ich sehr, also nicht von den Gegnern her, aber von dem Layout. Ja, man geht ja eigentlich mal so eine Spirale. Boah, manche Gegner sind einfach zu sehr. Ja, man merkt schon, dass der Bild jetzt noch nicht so stark ist. Aber gut. Ich meine einfach, ich bin halt gerne wie ein Butter unterwegs, also wie durch Butter mit dem Messer. Ich bin halt einfach einer, der gerne motiviert ist, wenn jetzt das Spiel nicht so langsam durchspielbar ist. Oder die Spells oder ja, Fähigkeiten zu wenig Damage machen, bin ich nicht so zufrieden. Naja. So, okay, da kommen noch ein paar. Minions tun halt immer mega viele Gegner anlocken. Ist ja auch ein bisschen klar, wieso. Nein, für Mana-Kosten nicht. Das dürfen wir nicht nehmen. Haben wir jetzt bald Sandspriggen? Noch
3 Fähigkeitenpunkt. Also jetzt bekommen wir noch einen Fähigkeitenpunkt. Und danach, wenn wir diese Höhle, diese lange Refugium-Höhle, nein, nicht Refugium, ja, wegen dem Schatz, da bekommen wir 2 Fähigkeitenpunkte. Und dann haben wir das. Also im nächsten Part haben wir dann Sounds Briggen. Dann machen wir zuerst mal einfach auf Solo-Target. Ja. So, ja, defensiv sind wir halt jetzt wirklich noch nicht. Also wir könnten halt mal noch sterben. Ja gut. Ich habe doch bessere Stiefel. Da oben ist die Kiste. Jetzt muss ich kurz schauen, die dauert 25 Minuten. Wird jetzt das Video abschließen. Ich wollte die Stiefel ändern auf. Wir haben gar nicht so viele Stiefel. Also hier habe ich die Sachen, die wir gebrauchen könnten. Später zum Beispiel hier Ochirian Petals. Und Legacy of the Quiet Forest. Das ist sehr wichtig. Oder Quiet Forest. Und ja. Nein, können wir noch nicht. Wir müssen den Drachen im nächsten Part dann besiegen. Genau, und die sind ab Level 30. Sehr wichtig. Ja gut, dann machen wir doch mal einen kurzen Cut. Morgen kommt dann der nächste Part. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Sehr nett. Ich bin natürlich nicht gerade der beliebteste, also der schon ja, fameste YouTuber und Twitcher. Aber ich bin dran und mein Hauptberuf ist ja eigentlich Fußball spielen und Politik. Da brauche ich sehr viel Zeit und ja, ich möchte natürlich schon viel erreichen. Wäre gut, wenn ihr da ein bisschen dranbleiben könntet, mir ein bisschen helfen könntet. Aber alles freiwillig, gell? Nichts ist gezwungen. Und ihr wisst ja, wenn ihr irgendjemandem helfen wollt, was ihr tun müsst. Tschüss zusammen und ja, viel Spaß dann mit anderen Sachen. Tschüss.